Moin, freut mich, dass ihr am Start seid. Das Erste, was ich erstmal abchecken will, ist, ob irgendjemand gekauft hat. Ob irgendjemand was gekauft hat in meinem Shop. So, mein Shop ist da hinten. Was ist da für ein Shop? Oh, wir müssen uns den Shop mal angucken. Der sieht irgendwie, ist ein Computershop. Was steht hier? Rotpilz und Kungas Concrete Wolle Shop. Wir bringen frische Farbe in ihr Bauwerk. Alle wichtigen Infos. Ah, in unserem Discount-Regal. Ein Dia pro 2 Stacks. Was? Dann haben wir hier einmal Totem of Undying. 10 Dias pro Totem of Undying. Alter! Ich brauch das! Ich brauch das! Okay, jetzt muss man mal gucken. Es hat jemand... Ich fass es nicht! Mein Shop ist leer gekauft! Ja! Bam! Es hat jemand den Shop leer gekauft! Geil! Das heißt, wir gehen jetzt direkt zu Rotpilz und Kunga und kaufen einfach da. Tägliche Angebote. Ein Dia, 2 Stacks. Ich gebe 2 Dias rein und hol mir 4 Stacks. Das hat sich extremst gelohnt einfach. Es hat sich sowas von gelohnt, hier in diesem Shop einzukaufen. Und jetzt gehen wir hin und kaufen tatsächlich hier auch noch für 10 Diamanten ein Totem of Undying. 19. So, und das werden wir jetzt erstmal noch behalten. Wir holen uns ein so ein Totem, weil, Leute, mit so einem Totem können wir überleben. Wir haben wieder 8 Ancient Debris. Mal gucken, ob das morgen wieder weg ist. Ich hatte ja davor 11 Stück drin. Wir machen jetzt 11, die 8 Stück machen wir mal in den Shop. Und gehen wieder hin und machen hier wieder... Wop. So, so. Wir brauchen jetzt wieder Holz für unsere Kapelle hier. Brauchen wir Holz. Durch alle... Oh, scheiße. Wieder verbaut, Mann. Nein! Oh, Mann! Das war unfähig. Das kann man anders nicht beschreiben. So, Alter. Wir machen übel die Fortschritte. Alter Schwede, du... Kann man ruhig mal klatschen. Das wird toll, weil hier vorne kommt ja noch der Eingang hin. Und dann können wir das drumherum noch schöner gestalten, ne? Hä? Der hat nicht bezahlt! Der hat nicht bezahlt! Wir zahlen gleich, bringen die Dias gleich. Alter. Alter, die Nachfrage ist so groß, Leute. Ich glaube, wir müssen nochmal auf Farmtour gehen. Ich glaube, wir machen das so ein Geschäft. Alter, Stegi hat mich bestohlen, so indirekt. Ich fass es ja nicht. Aber er schreibt hier zum Glück, wir zahlen gleich, bringen die Dias gleich. Wait, slash tell Norman. Jemand hat vor dir meine Lieferung geklaut, aber Netherwarzen wären echt gut. Wo wohnst du? Als ob einfach... Ja! Okay, ich habe ihn gefunden. Stuff für riesiges Relaxo. Okay. Moin. Da der Netherwarzen. Danke. Tell Stegi. Jo, wie sieht es aus? Schon bezahlt. So, Achtung, warte mal. Janus. Janus. Ich hab doch gar nicht. Wer war das? Janus. Weiß ich nicht. Wer war das? Josef. Revi. Revi war das. Ich hab's gesehen. Ich hab ja mit dem Cam-Account hier drauf geguckt. Ich möchte dir mein herzlichstes Beileid aussprechen. Ja, dass ich mit so jemandem wie Josef zusammenarbeiten muss. Warum? Also, Josef scheint mir immer sehr kompetent zu sein. Ja, ich konnte nicht widerstehen, Janus. Es tut mir leid. Ich konnte nicht widerstehen. Doch. Was hat er denn gemacht? Alter Josef, ich bin ganz unglücklich gegen mein Scaffolding gekommen. Es tut mir echt leid. Und dann ist er runtergefallen.
Aus welcher Höhe? Ja, ich wollte ja, wollt das sehen, es war so geil. Oh maximale Gott. Bauhöhe. Alter, Josef, du bist so ein böser Mensch. Brauchst du Hilfe, Janus? Ich kann dir einen Deal anbieten. Okay, ja, schieß los. Du gibst mir deine Seele und ich unterstütze dich, das Leben von Jo zur Hölle zu machen. Ich glaube, das ist fast wert, Josef, oder nicht? Was meinst du? Ich brauche einfach nur deine Seele. Josef, ich glaube, das ist Craft. Ich glaube, weißt du was? Hä? Ich glaube, das verstößt gegen die Regeln. Ich glaube, ich muss das jetzt Spark melden. Ey, ich habe gerade deine scheiß Werbung durchgeguckt, du blöd Mann. Die Regel war, sei kein Arsch. Ey, wegen mir hast du Likes. Jetzt hat er dich dran. Jetzt hat er dich dran, Joe. Ey, du bist ein Arsch, wenn du das jetzt machst, Leute. Nein, egal. So funktioniert die Regel nicht. Er hat ihn einfach gekillt. Aber ich denke, das ist ein guter Weg, einen Deal einzufädeln, damit ich die Seele bekomme. Wer es nicht weiß, meine Challenge ist es, von jedem Craft Attack Teilnehmer die Seele zu bekommen. Irgendwie. Will er deine Uhr zerstören? Bei allem Respekt und bei aller Freundlichkeit und der Güte, die Uhr war jetzt so viel Arbeit. Okay. Wenn du möchtest, also wenn ihr beiden mal kommt, by the way, die wird jetzt gleich umschlagen auf die nächste Tageszeit. Also wenn ihr euch beeilt, dann könnt ihr das wieder sehen. Wie lang dauert das jetzt noch? Ich glaube, bald es Tag wird. Die macht immer zum Tagesbeginn. Josef, ich glaube, die letzte Stunde der Uhr hat geschlagen. Janus! Ja, das wäre eigentlich... Das wäre eine angemessene Rache für das, dass er dich getötet hat. Basti, hör auf. Nein, nein. Ich könnte das auch in Spark melden. Ja, stell dir einfach vor, ich bin dein Teufelchen auf der Schulter. Ich sag, also eigentlich müsste an der Uhr was zerstört werden. Okay. Spielst du Among Us? Ja. Du bist ein schlechter Imposter. Ich baue im Among Us in Minecraft. Ich bin ein guter Imposter. Guck meine Videos. Was? Du baust das in Minecraft? Basti, up to date to be. Es wird für alle Craft-Tech-Teilnehmer verfügbar sein. Alles bist du ready, Josef? Ja. Ich habe hier, glaube ich, eine Fliege gerade auf meiner Maus sitzen und habe zufällig ein Wasser in meiner Hand. Das steht ja nirgendwo im Chat, dass ich deine Uhr kaputt gemacht habe. Das stimmt. Also der Punkt geht an Janus. So, jetzt habe ich hier schon mehr Dislikes als Likes. Dankeschön, Josef, dafür, dass deine Leute nicht verstehen, dass wenn man jemanden... Leute, ich habe gesagt, erst machen, dass man, nicht jemanden umbringt in Minecraft. Du kannst die von unten platzieren. Der ganze Chat ist voll mit Beleidigungen bei mir. Danke. Leute, ruhig bleiben. Chill. Das ist unterstes Dislike Niveau, zurücknehmen. Ne? Dislike zurücknehmen. Sofort zurücknehmen. Lol. Ist Stegi da? Ja, die wollten sich das natürlich nicht entgehen lassen. So. Eda. Danke. Hä? Jetzt ist wieder weg? So, nice. Gut, wir müssen trotzdem wieder an der Lieferung arbeiten. Scheiße, Alter. So, ready? Ja. Gönn dir, komm. Okay. Komm, wir schauen uns das mal an, wie das hier aussieht. Wie so eine Zündschnur. Jonas, danke schön für die 5 Euro. Herzenumarmung, positive Gedanken sind ich mir. Ja, aber jetzt wird mir gerade warm ums Herz, wo ich die Leiter kaputt gehen sehe. Josef, jetzt bau den Block da ab. Lol. So, Leute, Pause. Tschüss. Ist das da hinten die Uhr? Ja, das ist die Uhr. Gibst du mir mal kurz einen Wassereimer? Hier, Basti, du darfst es wieder reparieren, ne? Er kommt mit Wasser runter. Gib mir mal den Eimer, bitte, Basti. Josef, das machst du nicht. Ja. Nein. Ach komm, jetzt muss ich wirklich was machen. Das ist echt sad, Alter. Das ist ich hab echt... keinen Bock auf den Tod. Ja! Ja! What? Ja! What? Was ist passiert? Ja! What? Oh mein Gott! What? Oh. So, Quarz für Basti. Was willst du dafür? Warte. Erstmal nichts, aber ich hab was gut bei dir. Was baut Basti diese Staffel? Der baut ja immer so heftig krasse Sachen. Ah, was mit Quarz? Ich sehe. Was? Hä, was? Ah, er hat sich da hinten wahrscheinlich mit einem Dreizack gerade rausgedingst. Ich höre gerade Steffi mich nachäffen im Büro.
Das ist gerade ultra cringe gewesen. Bin regelmäßig Netherite farmen. Komme dadurch an viel Quarz. Soll ich dir dann immer mitbringen? Mega krass, was er hier baut, Alter. Das ist heftig, ey. Okay, er hat auf jeden Fall auch Full Netherite und so. Das ist hier ein Zombie-Spawner. Und hier Villager. LOL! Die haben gerade ein Kind gezeugt und ich hab's gesehen! Oh, jetzt ist der Stream FSK 18!